Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir sind quasi mitten gerade beim Attentat hier beim 9. Mal in Damaskus. Und ich hoffe, dass ich da jetzt ohne große Probleme irgendwie hinkomme, ohne dass mir jetzt irgendwelche Wachen wieder auf den Sack gehen müssen. Ja, ich sollte aufhören zu reden, du ganz im General. Ich kann das alles nicht mehr. Ich hätte vielleicht nicht zum Tatort zurückkehren sollen. Das renne ich mal ganz schnell ganz weit weg. Oh, das macht doch keinen Spaß mehr hier. Irgendwie muss ich da ja jetzt hochkommen. Ich bin jetzt sehr viele Orte dafür. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe, du Bastard, ey. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Doch, Attentat. Oh, man hört schon die Bücher brennen. Also ich höre die Bücher brennen. Natürlich geht es da nicht hoch. Das ist alles anstrengend. Da hinten könnte es klappen, beim Torbogen. Seltsam. Warum tut er das? Schert euch davon. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Das ging schnell. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Der jetzt folgt, finde ich ein bisschen doof. Ah, okay, jetzt haben wir wirklich die mehreren Orte. Okay, dann gucken wir doch nochmal. Das war nichts. Also, die vier. Die drei. Der ganz rechts, alles klar. Also das da, ja, ne, genau da. Ja, doch, ich glaube schon, das da müsste es dann sein. Ich habe jetzt mal so hergeleitet, dass das so gemeint war. Ich hoffe es einfach. Hm.
Das ist fake. What the fuck? Ende dein Leben. Maul. Alter, jetzt bängt der wieder an den Kisten fest, Alter. Jedes Mal das gleiche. Oh. Ich würde mich gerne irgendwie verstecken oder so. Das fände ich jetzt toll. Es macht einfach alles keinen Spaß mehr. Kommt nicht mehr. Geh doch da rein! Du Affe, Alter. Ich fasse es einfach nicht mehr. Ja, genau. Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Ja, auf mir auszuweichen. Also, das ist ja ein Wichser, ey. Verrecke jetzt, glaube ich, erstmal richtig fett. Ach komm, der killt mich, ganz ehrlich. Boah. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Maul. Hohe Gebäude können auch zur Orientierung in einer Stadt genutzt werden. Ah, wo spawn ich? Okay, sehr schön. So. Ah ja, okay. Unsichtbare Wand. Ganz toll. Mal wieder kurz markieren hier, ne? Da muss ich hier. Ich darf mich scheinbar hier nicht bei irgendwelchen Verbrennungen blicken lassen, sonst werde ich instant gesucht und gejagt und getötet. So. Ja, hier ist er auf jeden Fall. Ihr tut das Recht. Also, keine Ahnung, also nicht. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Eine der Wahrheit und Einheit. Regiert von der einzig wahren... Soll ich den da oben abknallen, Spiel? Ja. Mal schauen. Genau so war das geplant. Naja, Szene noch, ne? Habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Oh oh. Flucht again. Hui. Framerate, hui. Action-Sicht! Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein Witz. Hm.
Lalalalalalalalala. Guck mal, ich bin unsichtbar. Man hat mich gesehen. Dann nehme ich mich hier durch, meine Rüber. Elegant, muss ich sagen. Ach, deine Mutter. Hättest auch einfach weiter schwingen können, Kumpel. Ja, genau, dahin wollte ich. Ganz genau da. Und dieser Palme runterrutschen wollte ich. Wie so eine Kokosnuss. Ach so, ich muss ja. Vergessen wir, dass ich untertauchen muss, also so richtig. Nicht nur so. Wollte schon sagen. Ja, komm. Oh, ein Templer. Er ist tot. Mein Gott. Nicht kontert. Dankeschön. Ist wieder runter? Danke. Haben wir Leiche mitgebracht? Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Zurück zu Al-Mualem. Nein, ich möchte ja gerne manuell hinlaufen. Ja, bitte. Ach ja, ach ja. Zweimal noch, Leute. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Ich habe so Bock, fertig zu werden mit dem Spiel. Unglaublich. Nein, es klingt jetzt so, als wenn ich das Spiel beleidigen würde. Ich mag das Spiel. Es ist schon ein guter Prototyp. Aber das ist halt so. Das Spiel fühlt sich manchmal wie so ein Prototyp. Ne? Sehr repetitiv und so. Aber dazu später nochmal mehr. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Yeah. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer? Jubair und Siebrand. Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion.
Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Danke. Krieg ich was? Kurzschwertmeister, Schaden. Gut, dass ich die so viel benutze. Wir kriegen auf jeden Fall keine Leben mehr. Zwei Reihen scheint wirklich das Maximum zu sein. Aber ist ja fein. Man braucht es ja nicht, ne? Man braucht es ja nicht. Cool, jetzt haben wir sogar noch Zeit, in die nächste Stadt zu reiten. Bin begeistert. Ist ganz witzig, dass sie gerade mal so vom letzten Mann gesprochen haben. Eigentlich ist ja unser vorletztes Ziel, aber wahrscheinlich meinen die das. Naja, bis wir dann quasi das letzte Ziel in Jerusalem angreifen können. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon direkt Robert de Sable dann platt machen wollen oder ob da noch jemand anders ist. War eigentlich, ich meine, am Anfang 9 Ziele, aber naja. Ich habe nicht gut genug aufgepasst auf jeden Fall. Aber wir werden es ja dann einfach auch erfahren, ne? Das ist doch das Schöne. Das ist doch das Schöne, wenn man einfach spielt, Videospiele. Kann man es eigentlich schaffen, Masher verfolgt zu werden? Also wahrscheinlich schon, wenn man Leute umbringt, aber ansonsten, wenn man sich dumm verhält, ich meine, das ist ein Hochpunkt der Assassinen hier, Alter. Ich bin hier quasi einer von vielen, der wahrscheinlich die ganze Zeit durch die Gegend tanzt und dumm rumspringt. Naja, naja. So, auf nach Akkon. Können wir auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich mit dem Verbindungsmann reden, aber ich denke, mehr schaffen wir dann auch nicht. Aber muss ja auch nicht, ne? Wir haben ja schon. Wovor flieht er nur? Wir haben ja schon ordentlich geschafft. Ja, mein Attentat verfehlt immerhin. Jedes Mal hier lang reiten. Immer wieder dasselbe. Schalalala, das macht doch so viel Spaß. Zum Glück müssen wir echt nicht jedes Mal durchs Königreich reiten, würde ich auch ein bisschen die Krätze kriegen, glaube ich. Jedes Mal noch eine Folge mehr für jede Station. Also 9 Folgen mehr am Ende. 6 Folgen mehr. Ach, keine Ahnung. So. Akkon. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Das schaffen wir es auch nicht, wenn der Ladescreen so lange geht, ne? Einmal ganz cool mit rausgesteckter Klinge hier zu laufen, so. Bisschen wie bei Twilight Princess, wenn man das an den Angreifen-Button gedrückt hält und Link das Schwert so cool hält. Was in der Wii-Version nicht funktioniert. Aus irgendeinem Grund. Warum eigentlich nicht? Man kann ja auch in Twilight Princess mit B angreifen. Man muss nicht schütteln. Oder muss man schütteln? Ja, man musste schütteln, ne? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Okay, ballern wir einfach wieder rein. Ich würde sagen, ja, oder? Wobei, eigentlich, wenn wir gleich beim Verbindungsmann keine Probleme haben. Ich würde eigentlich schon ganz gerne noch zu ihm, damit wir auch nächstes Mal da direkt wieder spawnen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich jetzt einfach ausmachen würde. Ob ich dann auch wieder beim Verbindungsmann spawnen würde oder ob ich dann am Anfang der Stadt spawnen. Ja. Was tut dieser Tölpel? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Tölpel. Du, Trantüte.
Hui. So, sind wir doch schon drin. Wie Boris Becker bei AOL. Oh Gott. Schnellsten Verbindungsmann. Das ist ganz schön weit, aber gut. Meine Familie ist sterben. Halt dein Maul! Wenn ich jedes Mal einen Dollar kriegen würde, wenn mir jemand erzählt, dass ihre Familie krank ist oder sie arm ist, dann wäre ich Multimillionär, glaube ich. Was gibt's? Hi. Wolltest du rein? Nope, doch nicht. Habe ich dann selber festgestellt. Wie Türsteher da einfach standen. Wie vom Berghain. Warum würde jemand so etwas tun? Wie merkwürdig. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Knabe, da war eine Flagge, aber mir egal. Oh. Entferne mich gerade wieder, merke ich. Da. Da ist es. Da ist der Eingang. Yippie, yippie. Ich habe den Eingang gefunden. Juhu. So, Kumpel. Alter weiser Mann. Seid gegrüßt, alter ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akko. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Altair. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Alright. Machen wir, mein Freund. So, dann war es das aber auch wieder für heute. Ja, gibt es Speicherdings hier eigentlich? Nö, wa? Jetzt geht's mal. Aber das bleibt. Aber letztes Mal wurde das gespeichert, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, nächstes Mal geht's dann auf jeden Fall los, ne? Dann schauen wir uns mal um hier. Ah, jetzt so speichern, sehr schön. Ja. Mal kurz gucken. Karett stand da kurz. Ah ja. Direkt hier, nett. Ja, stimmt, das war das hier mit dem Hafenviertel. Wo ich noch so gedacht habe, ist so aus. So die ganzen Dinger, die sehen so aus wie so. Risotto-Nudeln so. Oder auch Reiskörner, aber die sind. Reiskörner sind nicht ganz so rund. Viel lustig. Ja, das scheint echt nochmal ein großes Gebiet zu sein. Also größer zumindest als letztes Mal. Ah, wobei eigentlich, ne, wenn man das Hafenviertel. Vielleicht muss man da gar nicht hin. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen. Und beim nächsten Mal klären wir dann auf jeden Fall Akkon. Ich hab Bock drauf. Bis dahin. Ciao.